Hallo Freunde, ihr habt euch eine Roomtour gewünscht und jetzt mache ich mal eine Roomtour. Ist noch nicht zu 100% fertig für mich, denn ich möchte die Aufhängung noch überarbeiten, die Bremsanlage noch überarbeiten und dann ist er zu 100% fertig und noch ein paar Aufkleber und dann war es das. Ja, wenn ich jetzt was vergesse aufzunehmen, schreibt es in die Kommentare, beantworte ich das in den Kommentaren und zeige euch jetzt das Ganze von unten, rundherum, von außen, ne? Und innen drin zeige ich auch alles, was ich gemacht habe, wie die elektrische Heizung. Gut, die ist jetzt zugebaut, die wird man jetzt nicht sehen, aber ich werde es einfach mal erklären und da vielleicht noch die Teile zeigen, die ich noch habe. Ja, und wenn was fehlt, schreibt in die Kommentare, ich beantworte sie eigentlich noch am selben Tag alles. Und ja, Daumen hoch nicht vergessen, Freunde, da hilft ihr mir sehr und tut nicht weh. Da weht ein Wind heute, habe ich mir wieder einen Tag ausgesucht, ne? Ja, so sieht der ganze Hänger von unten aus. Beginnen wir mal mit der Deichsel. Da gehen 13 Adern vom Stecker und ein Hauptstromkabel von meinem Akku. Da sind nochmal 6 Adern für die Spindelstützen. Dann geht es hier weiter für die 3 Adern jeweils links, rechts für Standlicht und Blinklicht plus Servoleitung, die ich auch noch mit rein verlegen muss, und die 2 Hebel. Ja, das Ganze ist so befestigt am Hänger. Hier ist auch eine Aluminiumstrebe und hier ist so eine Aluminiumstrebe. Und mehr habe ich da nicht befestigt, ordentlich fett geschweißt. Und mit 4 Schrauben ist die Deichsel so angebracht. Man könnte sie auch variieren, ne, durch diese Schiene. Da sind einfach Nutensteine drin. Das heißt, ich könnte auch an die Achse das Ganze machen und einfach variieren, wenn ich möchte, ne? Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn hier, das sind dann 19 plus 6, 25 und plus die 3. Und das sind 28 Adern, die hier momentan verlaufen. Das ist schon enorm. Eine Autohupe habe ich dran, ne, für den Stadtverkehr, dass man, weil mit der Klinge wird man nicht gehört. Ja, und da oben habt ihr gesehen, mit Servo steuere ich meine Bremshebel an. Das Ganze ist über T-Stücke verbunden, damit der Druck überall gleich ist auf den Bremssattel. Das sind die Magura MT7. Die sehen so aus. Ja, mit den Schrauben ist es eine Dolle und ich will das Ganze auch noch überarbeiten und schöner machen. Aber die 2 Sechser, M6er Schrauben, die halten das komplett aus. Also mit der Hand kriege ich es nicht gebogen. Und die Bremskraft ist ja, die ist ja stark zum Blockieren, aber ich meine, das wird nicht so viel auf die Sattel rüber gedrückt. Ne? Da unten ist mein Akku, ist ein 14S. Akku, das sind 52 Volt, werden bis 58,8 Volt geladen und hat 34,5 Amperestunden. Das heißt, man nimmt 52 Volt mal 34,5, dann kommt er auf die Wattstunden. Unter meinem Fahrrad sind es 17,5 Wattstunden. Dann habe ich die Spindelmotoren hier. Das sind 12 Volt Spindelmotoren. Die sind angebracht. Hier sind ja diese 2 Alustreben, die quer durchgehen und einfach mit einem Vierkantrohr. Habe das Ganze auch noch hier verstärkt, damit das Alurohr nicht kaputt macht, von beiden Seiten. Ja, und die stützen den Dreipunkt, die können auch komplett ausgefahren sein, den ganzen Hänger ab. Und das viermal. So ein Motor hat 12 Volt, 3 Ampere und kann 150 Kilo drücken. Die sind natürlich nicht die schnellsten, aber es funktioniert. Dann habe ich hier so Scharniere vom Bett oder Tisch, sehr stabile, eine hält 225 Kilo aus und das habe ich ganze zweimal gemacht. Und das habe ich gedacht, das wird nie lange halten, aber es hält bombenfest. Ich habe hier einmal durch und mit Nutensteinen die Winkel hier dran gemacht und es hält bombenfest. Dann habe ich mir aus dem Alurohr solche runden Stützbeinchen hier einmal scharf stellen. Einfach ein Alurohr abgeschnitten, so oberhalb. Und da sind dann die Abrundung zu den ganzen Runden. Ja, so sieht der Hänger von unten aus. Und wenn es mal schöner wird und ich Zeit und Lust habe und vielleicht noch mehr Zeit kommt, dann will ich das Ganze überarbeiten, weil zufrieden bin ich mit der Konstruktion nicht, wie sie aussieht. Ich will das Ganze schöner machen und vielleicht noch schmaler ein bisschen. Ein paar Zentimeter bis 5 Zentimeter vielleicht noch gewinnen.
Ja, ich habe mir das beste Wetter ausgesucht. Hier geht es gerade voll ab. Aber nur unterhalb, oberhalb ist irgendwie nicht so. Ja, und so sieht das aus, wenn ich ihn aufbocke. Ne? Der liegt da unten auf den Stützen noch. Und so kann ich ihn nicht beschädigen. Dann kann man zur Not, wenn man unten dran muss, was ich bis jetzt noch nie musste, außer zum Werkeln, das Ganze hochbocken. Ne? Einen Ast nehmen und einfach hochgebockt, weil 100 Kilo wiegt er leer und plus alles drum und dran. Da ist schon ordentlich Gewicht drauf. Wenn es auf einen klatscht, macht es einen platt. Ja, testen wir, wie lange das Ganze dauert, alle vier Stützen runterzufahren und ihn auf eine schöne hohe Höhe zu bringen. Na, es muss immer ein Zug kommen, wenn ich hier das Ganze hier teste oder besser gesagt aufnehme. So, er liegt schon auf und jetzt fängt er an, sich hochzuheben. Das geht eigentlich ziemlich schnell, trotz dass sie so langsam sind. Funktioniert halt wunderbar. So, jetzt haben wir die halbe Erde umgeflücht, aber sieht gut aus. Ich zeige euch das mal. Ja, die Erde leidet ein bisschen drüber, wenn sie nass ist, ne? Aber wenn sie trocken ist, passiert da gar nichts. Und die Räder schweben, ne? Mal aus dem Schatten gehen hier. Und die Räder sind jetzt komplett in der Luft. Und das Ganze ist auch schön, wenn man Reifenwechsel machen muss, ne? Zum Beispiel einmal im Jahr, Sommer auf Winter, wenn ich meine Spikes drauf habe. Das Schöne ist, wenn die Sonne da ist, kann ich alles, was ich im Hänger habe, mein Fahrradakku und den Wohnwagenakku, über die Sonne aufladen. Ja, jetzt ist die Sonne kurz raus gewesen, jetzt geht sie wieder weg. Oder besser gesagt, mein Akku ist bald voll. Und momentan habe ich eine Peakleistung von 130 Watt. Wenn wir hier auf den Verlauf gehen, gestern 240 Watt reingeholt. Gut, der steht nicht den ganzen Tag in der Sonne, sondern nur wenn ich ihn aus der Garage hole. Und heute war sogar Peakleistung, wenn ihr da unten seht, 136 Watt. Gestern waren es 129 Watt. Also es wird jeden Tag immer mehr und das ist echt mega. Ne? Und so sieht man hier die letzten 30 Tage, was man so erzeugt hat. Hier waren es 300 Wattstunden und man sieht von der Peakleistung, ne, jeden Tag immer mehr, wenn volle Sonneneinstrahlung da war. Es wird immer mehr. Und im Sommer, Juni, ich glaube Mitte Juni, steht die Sonne am höchsten. Dann werde ich euch zeigen, was ich dann an Peakleistung reinhole. Und natürlich Gesamtleistung, den Ertrag. Ne? Ja, so sieht die ganze Federung aus. Ne? Meine Bremsanlage, das ist die Magura MT 7 mit 4 Kolben und natürlich auch 4 Bremsbacken, also alles doppelt. Und die hat richtig Power, die habe ich auch am Fahrrad. Und 220er Scheiben, auch von Magura. Das sind die größten, glaube ich, mit zurzeit, die es gibt. Größer geht es nicht. Früher waren es, glaube ich, die 203er oder 8er. Und das sind halt 220er. Ja, Freunde, auf der Seite ist die Skyline drauf, ne, von Kassel. Ich bin hier aufgewachsen in Kassel, daher ist das meine Stadt. Ja, und hier habe ich Blinker, auch als Lauflicht, Standlicht, Bremslicht drauf, die Flashlights, die gelben Lichter sind richtig cool, die man Zusatz einschalten kann, dass sie nach unten weiß leuchten. Sage ich immer 2 in 1. Und ja, das Ganze ist halt richtig schön geworden, finde ich. Für meinen Geschmack. Hier habe ich USB-Kabel drin für den Livestream. Das heißt, die eine Kamera habe ich ja hier drauf gemacht. Ne? Und hier war ja früher der Kamin. Da ging die Luft hier rein und hier war der Wärmetauscher mit dem Abgasen raus, weil das war ja innen alles geschlossen mit Glasscheibe. Das heißt, er hat hier frische Luft reingezogen und hier kamen die Abgase raus, ne? Damit es sicher ist. Und ja, für meine Zwecke ist der
zu stark gewesen. Auf kleinster Stufe wurde es einfach schon zu heiß drin. Und da habe ich gesagt, wenn ich sie eh nicht brauche, lasse ich es weg. Weil bei zwei Personen, die im T-Shirt sitzen, bei minus 1, 2 bis 5, kriegt man bis zu 25 Grad hin und alleine nur bis 16 Grad. Und daher habe ich eine elektrische Heizung eingebaut, dass ich zuheizen kann oder die Frischluft, die von unten angesaugt wird, dass erwärmt wird, dann hat man auch locker seine 20, 25 Grad ohne Probleme mit 50 bis 100 Watt Leistung pro Stunde. Ne? Ja, Freunde, wollen wir mal in den Innenraum gehen und schauen. So sieht das Ganze aus. Diese Alufolien benutze ich hier für die Fenster. Hier ist Klettband dran. Dann hat man einerseits in der Nacht schön dunkel und im Sommer, wenn man das offen lässt, hat man schönen Sonnenschutz, wenn man drunter sitzt mit einem Stuhl. Schlafsack ist so nicht mein Ding, kann ich auch schlafen, aber ich finde mit normaler Decke und Kissen macht es umso mehr Spaß. Ne? Und so sieht das Ganze hier drin aus. Da ist ein Helikopter, ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. Auf jeden Fall, hier habe ich ein altes Handy. Da steuere ich auch einige Dinge drüber, sehe auch die ganze Einspeisung, sehe ich aber auch über einen PC. Da ist ein Hochleistungs-Mini-PC verbaut, mit dem ich auch Livestreams mache, wo ich das Ganze einrichte. Ja, dann habe ich mir hier eine elektrische Heizung verbaut, die ich steuern kann von 0 bis 500 Watt. Es reichen aber 50 bis 100 Watt, um die Luft, die unten angesaugt wird. Unten ist ein Lüfter. Er saugt die Frischluft an und die kommt hier aus der Seitenluft raus. Und verbaut für die Heizung, die unten direkt nach dem Lüfter kommen, habe ich diese PTC-Elemente genommen. Die regeln sich selbst. Das heißt, PTC, umso heißer wird, umso größer wird der Widerstand, umso weniger Strom nehmen sie auf. Ne, und so regeln sie sich ständig hin und her. Aber ich regel sie halt noch mit dem Ganzen hier selber nach. Das heißt, 20% sind bei mir um die 50 Watt. Habe ich mal alles mit einem Ampere gegengemessen. Ne? Und aus ist aus. Ja, dann habe ich hier einen 24 Zoll Monitor. Oder 24 steht immer, glaube ich, in der Einstellung. Das ist ein 24 Zoll Monitor. Ne, dann hat man hier diese Leuchten, die per Touch bedienbar sind, die man, wenn man seinen Finger so drauf hält und länger hält, kann man die hin und her dimmen, bis ganz schwach. Ein USB-Anschluss von 500 mAh haben die. Ne, das Handy lade ich jetzt momentan über hier unten. Da ist ein USB-Verteiler. Da sind insgesamt 4 oder 5 Wandler drin, die von diesen 52 Volt oder 58 Volt runterwandeln. Einmal für den Rechner, der drinnen verbaut ist, auf 19 Volt. Dieser Hub hier, USB-Hub, der wird auf 20 Volt runtergeregelt und den nutze ich auch, um meine Bluetooth-Lautsprecher Teufel aufzuladen. Ne? Dann habe ich hier für die Heizung regle ich nichts runter, da gehen komplette volle Akkuspannung rein. Dann habe ich für die Lichter, die oberhalb außen angeschlossen sind, die gelben, die laufen über 24 Volt, ist ein Regler drin. Die Bremse hat einen eigenen Regler, die läuft mit 7,4 für Arduino und diesen halt Servomotor, der läuft unter 7,4 Volt. Dann habe ich hier 12 Volt zweimal Wandler, die bis zu 25 Ampere geben. Das heißt einmal hier für die Heizdecke, die ich hier liegen habe. Ne? Dann einmal fürs komplette System und einmal für die Heizdecke und diverse andere Dinge. Und so, wenn einer mal durchbrennt, müsste ich nur hier diese Klappe aufmachen und einmal umstecken. Und dann habe ich sozusagen ein Update dabei, um das Ganze wieder in Gange zu bringen, aber in der Regel im Garten habe ich ja die auch, die sind noch nie kaputt gegangen, die funktionieren. Nur mit einem Hänger, wenn man unterwegs ist, ist schon gut, dass es funktioniert. Dann habe ich mir hier ein Regal gebaut und überlege, ob ich mir noch irgendwelche schöne Regale baue. Da ist eine Kante einfach, Boden ist geklebt und geschraubt, ist alles bombenfest. Einer hat mich mal im Livestream gefragt, ob ich ein Netz mache oder das Ganze sichere.
Das Zeug liegt hier so drin und durch die Luftfederung schwebt der Hänger wirklich und es fällt nichts runter, es fällt nichts raus, es scheppert nichts, gar nichts, ne? Weil der Hänger, der läuft so geschmeidig weich, trotz dass ich sehr hart aufgepumpte Reifen habe, damit der Rollwiderstand so niedrig wie möglich ist, ne? Daher sieht das schon ziemlich gut aus. Ja, und dann habe ich unten hier die zwei Tischchen, eins für mich, eine für meine Frau. Und das war's. Ja, und oben meine Beleuchtung, die ist auch mega. Ich mache gerne mir schön das Sternlicht an. Und dann gehen so die einzelnen an und aus. Die flackern dann immer so hin und her. Das sieht richtig schön aus, wenn man abends drinnen liegt, eine schöne Musik anhat und einfach nur hochguckt. Das sieht einfach nur cool aus. Dann gehen wieder die anderen aus, dann kommen wieder neue dazu, ne? Weil jede LED sozusagen eine eigene, ja, IP-Adresse hat und einzeln angesteuert wird, ne? Obwohl es ein und selbe Kabel ist. Ja, und natürlich alle Farben. Blau finde ich ziemlich schön, Rot ist eigentlich auch ziemlich schön, ne? Und so sieht das Ganze aus. Ich habe hier zwei Türen gemacht, eine für mich, eine für meine Frau. Das heißt, wenn wir auch hier drinnen sitzen und einfach mal die Füße so raushängen lassen. Ich liege jetzt halbseitig hier drinnen, weil die Wand so weit weg ist. Ne? So sieht der ganze Innenraum aus. Da habe ich beim Kleben der Wand ein bisschen verpatzt, weil das ein mehrlagiges Möbelstoff. Und da hat schon angeklebt die erste Lage sozusagen an die Wand. Und dann ist ein, ja, an der Klebekante sind die gefalten hier nicht. Wenn man das irgendwie glatt streicht, dann geht das immer weiter langsam weg. Aber so an sich stört mich das Ganze nicht. Ne? Das war halt die erste Wand und Patzerdecke war auch schwierig. Ich habe ja alles alleine gemacht und das ist schon schwierig, wenn man alles an einem Stück hier rundherum klebt. Ne? Mit dem ersten Hänger habe ich geübt, das war eine Riesenkatastrophe. Mit dem war es schon besser und beim dritten wäre es wahrscheinlich perfekt. Gut, die Decke ist perfekt. Ne? Wenn ich mal das hier oben dran halte, ist alles schick. Ja. Ja, Freunde, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Ich werde direkt darauf antworten. Bleibt gesund, trinkt einen Apfelsaft und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.